wir haben es geschafft, Freaks. Das Gras ist auch so aufgelaufen. Ich bin ja völlig begeistert. Es ist tatsächlich noch rechtzeitig gewesen mit der Nachsaat. Und jetzt ist es überall aufgelaufen. Jetzt ist es da und jetzt können wir es auch wieder mähen. Muss gar nicht so hoch rauswachsen. Es ist super. Mega. Hier ist die Beweisstelle. Ich zeige sie euch. Ja! So, entstehen die perfekten Streifen. Yeah! Ah, herrlicher Herbsttag. Wir haben heute den, weiß ich nicht, weißt du das? 22. Oktober. Ah, die Sonne ist rausgekommen. Es ist warm. Wir haben bestimmt schon 14 Grad draußen. Ja, ich habe eine Woche Greenkeeping-Ausbildung Teil 2 hinter mir. Und also heute ist ja Samstag und deswegen gehe ich jetzt erstmal hier über meine herrliche Rasenfläche. Und ich hatte ja nachgesät mit einer Festuca Grüns Nachsaat, der PS33 von Prosementis. Und die feinen Helmchen laufen jetzt tatsächlich überall auf. Gerade hier war ja alles kaputt, alles vertrocknet. Hier sieht man so schön, wie das ganz junge Gras in Reihen hier aufläuft. Hier habe ich ja reingefräst mit dem Vertikutierer. Und jetzt sieht man tatsächlich hier die einzelnen Spuren, wo das junge Gras kommt. Ich hoffe, man sieht es auf dem Film. Also total cool. Hier so zwei eine Reihe, da eine Reihe, hier eine Reihe. Cool. Na? Hier, wie sie in Reihen hier stehen. Irre. Das bedeutet natürlich jetzt eine veränderte Pflege der Rasenfläche. Die Festuca ist ein Gras, was weniger Stickstoff benötigt. Und vor allen Dingen weniger Stress mag. Und da müssen wir jetzt auch im nächsten Jahr unsere Rasenpflege hier umstellen. Wir können weniger mähen, das Gras wächst nicht mehr ganz so schnell. Es neigt auch zum Verfilzen, weil die Blätter enthalten Lignin. Das ist so ein holzartiger Stoff. Und der wird von den Mikroorganismen nicht so gut zersetzt. Also da müssen wir auch schauen, dass wir hier eine Filzkontrolle machen, auch durchhalten. Und dann wird das hier eine sehr feine, sehr grüne, sehr hübsche Rasenfläche nächstes Jahr. Freaks. Ja, und ich bin jetzt gerade hier am Tauwedeln mit meinem nicht mehr ganz so neuen Gardena Laubsammler. Das Gerät stelle ich vielleicht auch noch mal vor. Ist nicht so ganz optimal, aber es bürstet zumindest sehr gut den Tau runter. Nimmt auch halbwegs gut die Blätter auf. Viele werden nach vorne wieder rausgeschmissen. Da müsste eigentlich so eine kleine Gummilippe vorne vorgesetzt werden. Muss ich vielleicht noch tunen, das Teil. Die Eicheln werden überhaupt nicht aufgenommen, das funktioniert damit nicht. Aber man kann damit relativ schnell einmal die Fläche abbürsten und das mache ich gerade. Ja, die Eicheln, die schiebt der Bus vor sich her. Ein Wasser drauf. Ja, vielleicht noch mal eine kurze Info zu den Wurmhäufchen. Warum haben wir im Herbst und im Frühjahr jetzt so viele Wurmhäufchen? Überall, es ist ja alles übersät hier. Gerade dieser Herbst ist besonders extrem. Die Würmer, die putzen ihre Gänge. Das heißt, sie machen Stuben rein im Herbst und im Frühjahr, machen sie die ganzen Gänge sauber und deswegen schieben die also genau in diesen beiden Jahreszeiten, ne, vor der heißen Sommerperiode und vor der kalten Winterperiode, den Boden oder diesen Wurmhäufchen-Dreck aus dem Boden raus. Und das Zweite, was total interessant ist, was ich jetzt gelernt habe, in diesem Wurmhaufen ist ein hoher Schluffanteil. Das heißt, der Wurm holt besonders diese feinen Sandanteile, den Schluff, aus dem Boden raus. Und deswegen ist das an der Oberfläche immer so schmierig, wenn man, ne, wenn man darüber fährt,
dann verschmiert der Wurmhaufen und macht die ganze Fläche schwarz. Ja, und das ist genau das Problem. Ja, was ich nochmal sagen möchte, der Wurm ist ein wirklich ganz, 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 ganz wichtiges Lebewesen im Boden und hat einen hohen Anteil an der Bodenqualität und ist ein geschütztes Tier. Also, dass hier keiner auf die Idee kommt, irgendwie die Würmer zu bekämpfen, sollte man tunlichst vermeiden. Und wir können eigentlich froh sein, dass wir so viele Würmer haben. Was man tun kann, natürlich, man kann die Bodenstruktur verbessern, indem man sie sandiger gestaltet, also indem man mehr Sand in den Boden reinbringt. Das erleichtert dann die Pflege, weil ein sandiger Wurmhaufen zerfällt viel leichter, wenn er trocken ist. Also wenn die Fläche heute Nachmittag richtig schön abgetrocknet ist, die Wurmhaufen ausgetrocknet sind, kann man sie sehr leicht auch mit dem Rasenmäher übermähen, dann verteilen die sich gut. Also je sandiger, desto wirklich besser und desto weniger mag auch der Wurm tatsächlich die oberen Bodenschichten. Tatsächlich ist es wirklich wichtig, die Oberfläche abzutrocknen. Gerade in so Übergangszeiten, wenn es noch sehr warm ist, schon sehr feucht ist, wenn die Wachstumsbedingungen für die Schädlinge, nämlich für die Pilze, für die Rasenkrankheiten passen, dann kann die feuchte Rasenfläche unglaublich schnell umkippen und durch eine Pilzinfektion, durch eine Rasenkrankheit kaputt gehen. Gerade jetzt habe ich schon einige brutale Schneeschimmelnester auf meiner Grossesfläche da hinten, die auf dem Abschlag, der wird umgestaltet. Das können wir kurz noch mal angucken. Hier sieht man so einen braunen Kreis und in der Mitte schon wieder grünes Gras. Auch hier, ne? Ein brauner Kreis und wenn man jetzt ganz genau reinguckt, würde man irgendwo unten auch das weiße Pilzmyzel sehen. Ein typischer Schneeschimmel. Warum ist hier Schneeschimmel? Weil ich hier vor allen Dingen die oberirdisch wachsende Agrostis stulonifera habe mit ihren oberirdischen Stulonen, die sehr, sehr starken Filz bilden. Und ich hatte hier für meinen Lehrgang meine Schadstelle ausgestochen. Und wenn man hier mal so seitlich ein bisschen sieht, da sieht man eben, was für einen dicken Filz ich hier tatsächlich auf der Rasenfläche habe. Und das ist die Quelle für die Pilzinfektion. Also Filz ist der Super-GAU. Und gerade bei Gräsern, Grassorten, die stark zum Verfilzen neigen, besteht immer die Gefahr einer Pilzinfektion. Dagegen muss man arbeiten. Das ist hier ein Zeichen für schlechte Pflege. Da habe ich nicht genug gelüftet, da habe ich nicht genug gesandet. Hier habe ich diese Fläche vernachlässigt. Und deswegen sprießen hier die Schneeschimmelstellen. So, hier sieht man wunderbar hier dieses Pilzmyzel. Das ist noch viel schlimmer, als ich das mitgenommen hatte. Da war das alles hier rundherum weiß. Und das Gras geht komplett kaputt. Beziehungsweise die Halme gehen kaputt, die Wurzeln gehen nicht kaputt. Also auch Schneeschimmel ist jetzt keine gefährliche Krankheit, die das Gras komplett zerstört, sondern es ist eine oberflächliche, zerstörende Krankheit, die einfach nur nicht schön aussieht. Und in der Mitte fängt es wieder an, grün zu werden. So, das kommt da jetzt wieder rein. Zack. Kann ich den Pilz wieder schön verteilen hier. Ah. Zur Feier des Tages mähen wir nochmal mit dem Greensmaster. Yeah. Und ich will endlich nochmal die Spindeldrehzahl überprüfen. Die müssten so bei 800 bis 900 Umdrehungen pro Minute laufen. Für 14 mm Schnitthöhe. Der ist auf 14 mm Schnitthöhe eingestellt. Dann will ich die Spindel nochmal ganz leicht nachstellen, dass sie so ein bisschen singen, so ein bisschen Kontakt haben. Und dann mähen wir mit Fangkorb über die Fläche rüber. Endlich nochmal den großen benutzen. Hier zum Abschluss der Saison. So. Ja, Diesel-Gedenkminute. Das hört sich aber nicht schlecht an. Aber zur Messung müsstest du das machen. Das hört sich aber nicht schlecht an. Das lassen wir mal schön so. Vollgas. Und jetzt musst du den nach vorne machen. Du musst vorher reinschalten. Ja.
Jetzt nach vorne. Perfekt. Ab wieder auf. Jetzt fahren wir erstmal eine Außenrunde und dann fahre ich hin und her. Gar nicht mehr gewöhnt damit zu fahren. Wow, sieht gut aus. Ja, das ist schon brutal, ne? Wie jetzt hier die Wurmhäufchen runtergedrückt werden. Hier hat sich jetzt der ganze Wurmhaufen-Dreck, dieser schluffige Wurmhaufen-Dreck, auf die Rolle drauf geklebt. Und dadurch wird natürlich die Schnitthöhe angehoben. Das sieht trotzdem gut aus. Aber echt übelst, übelst. Es ist immer noch zu feucht. Hinten sieht die Rolle gut aus, da scheint sie besser abzustreifen, aber vorne sitzt sie nicht dicht genug dran anscheinend, auf beiden Seiten. Eigentlich wollte ich euch zeigen, wie viel da schon reingeflogen ist. Das ist schon ordentlich. Junge, Junge, da kam schon was runter. Boah, ey, Wahnsinn. Also dieser Wurmhaufen-Dreck, der klebt wirklich brutal auf den Rollen. Es ist so klebrig. Na, auch hier, das ist natürlich alles nicht gut für einen perfekt gleichmäßigen Schnitt. Es war immer noch zu feucht. Es ist Wahnsinn. Jetzt habe ich das Mikro genau von der Nase. Oh, und hinten. Alle schön vollgeworfen. Der ist mal ein bisschen voller. Oh, da klebt es auch drauf. Mann! Das ist ja der helle Wahnsinn, ey. Toll. Da denkt man immer, boah, das Gras ist gar nicht so hoch. Und dann hast du so viel Rasenschnitt. Ja, ich habe auch jetzt, weiß ich nicht, seit fast 2 Wochen nicht mehr gemäht. Gut, gut, dann machen wir nochmal die Rollen sauber.
Das ist sehr umständlich. Wie spät ist es jetzt? 3 oder so? Was? 20 nach 2. Ja, wir hätten noch ein bisschen länger warten können. Ich war wieder vielleicht zu ungeduldig. So, bin wieder frei. Und hinten? Hinten sieht gut aus. Komischerweise. Ja, wahrscheinlich nehmen die vorderen Rollen das meiste auf. Fertig. Das sieht vielleicht cool aus. Black and white. Boah. Das sieht ja cool aus. Hier, schwarz und weiß. Aber ich traue ja meinen Augen nicht. Junge, Junge, Junge. Das habe ich gar nicht so gesehen, als das Gras hoch war, wie hier unten die Poa rausknallt. Ja, das ist natürlich witterungsbedingt. Das wird schon auch die junge Saat sein. Das werden die frisch aufgelaufenen Gräser sein. Der Poa auch, nicht nur die Festuca, auch die Poa. Hat sich natürlich selbst versaatet. Was ich als Nachsaat gemacht habe, macht die Poa selbst. Und sobald die aufgelaufen ist, fängt sie auch an zu blühen. Heidewitzka, das hört nicht auf. Ja, lieber Rasenfix, ja, was für ein cooler Tag heute, Ende Oktober. Und so ein Wetter, echter Wahnsinn. Der Rasen sieht super aus, die Poa blüht. Nee, aber die Festuca ist nachgewachsen. Alles gut, alles richtig gemacht. Ich hoffe, bei euch sieht es auch nicht schlecht aus. Könnt ihr mal kommentieren, wie eure Rasenfläche jetzt im Oktober noch aussieht. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Festuca jetzt weiterentwickelt. Auf jeden Fall, ja, danke fürs Zuschauen, bleibt dran und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüssi. Oh.